Guten Morgen, guten Mittag, guten Abend. Ich bin Saxuro und das hier ist mein Wochenupdate aus dem Praktikum als Zeitungsfotograf in Bremen. Woche 19. Es schreitet voran. Am Sonntag ist mein neuer Mitbewohner hier eingezogen, der neue Fotopraktikant Friedhard. Genau. Und deswegen ist die Woche jetzt ein bisschen anders als sonst. Der Montag. Da habe ich dem neuen Praktikanten alles gezeigt, wo was ist im Pressehaus und habe ihn so ein bisschen so an die Hand genommen und eingearbeitet. Gezeigt, wie die Systeme funktionieren, der PC und Co. Und das ihm erklärt. Genau. Wo auch wer sitzt im Haus. Kommen wir zum Dienstag. Da habe ich gedacht, okay, ich sage zur Regionalvertretung nochmal, ich kann ein paar Termine annehmen. Dann könnte ich nämlich den Friedhard mitnehmen und ihm ein bisschen zeigen, wie das so läuft auf dem Land oder in der Außenredaktion, in der Regionalvertretung. Und hatten wir zwei Aufgaben bekommen und haben dann Dienstag früh angefangen mit der ersten mit dem ersten Auftrag. Das war in Berne, also Lesum auf der linken Weserseite, also hier, wo ich auch gerade bin. Da sind wir hingefahren, morgens früh um 9 oder so war das. Nämlich das grüne Klassenzimmer dort hat neue Obstbäume bekommen. Oder die Schüler haben Bäume gepflanzt und das sollten wir fotografieren. Haben wir gemacht. Dann sind wir losgefahren. Wir mussten dann mit der Fähre über die Weser rüber auf die andere Seite, um zur zweiten Aufgabe zu kommen. Doch auf dem Weg dorthin haben wir einen Anruf bekommen, dass dort wohl in Blumenthal ein Haus explodiert sei und wir da schnell hin müssten, um ein Foto zu machen. Genau. Dann haben wir uns beeilt, aber so schnell ging es halt nicht wegen der Fähre. Wir waren dann halt doch relativ zügig dann noch da, haben die Fotos gemacht und dann sind wir weitergefahren zu unserem eigentlichen zweiten Auftrag, dem grünen Klassenzimmer. Da wurde in einem Park ein grünes Klassenzimmer eröffnet. Da haben wir dann ein paar Fotos gemacht. Genau. Und dann sind wir zu der Regional, also zu dem der Redaktion dort gefahren, in Fegesack, habe ihm das gezeigt, wo die ist, weil er bringt das Auto, was ich quasi über die Vertretungszeit hatte, dorthin zurück. Dann habe ich ihm das gezeigt, wir sind zurück ins Pressehaus gefahren, er hatte einen Termin und ich habe dann auch eine Aufgabe gehabt, ich sollte im Pressehaus das einmal im Monat stattfindende Geburtstagskaffee trinken fotografieren für die interne Hauspost. Und während ich diesen Termin hatte, hatte dann Friedhard einen anderen Termin von mir übernommen, um seinen ersten eigenen Termin zu haben. Der war dann auch in Richtung Fegesack. Dort hat er Fotos gemacht von einem Laden, der schließen soll oder der schließt. Und weil er dann schon dort ist, hat er das Auto dann auch zur Redaktion gebracht, abgegeben und ist dann wieder hier hingekommen. Genau, dann haben wir uns am Abend hier in der Wohnung getroffen. Ich habe mir seine Fotos angeschaut und dann haben wir die auch hochgeladen. Ich habe ihm nochmal gezeigt, wie das Hochladen geht. Ja, das war der Dienstag. Spannend auf jeden Fall. Also als wir nach diesen zwei Terminen und nach der Hausexplosion im Pressehaus ankamen, haben wir uns sofort an die Bilder gesetzt, die bearbeitet und hochgeladen, damit die direkt benutzt werden können für irgendwelche Artikel. Und die wurden auch schnell benutzt. Aber die Bild war schneller als wir. Weil die mussten wahrscheinlich keine Fähre fahren. Am Mittwoch, da gab es das normale grüne Sofa-Treffen. Aber bevor das angefangen hat, war ich kurz in der Lokalredaktion im Pressehaus und habe dort Aufgaben für den Tag bekommen. Denn an dem Mittwoch wurde der neue Senat gewählt von der Bürgerschaft. In der bremischen Bürgerschaft. Und das sollten wir fotografisch begleiten, weil die beiden Hauptfotografen nicht konnten. Und somit habe ich da erstmal die Aufgaben bekommen, was wir alles fotografieren sollen, um welche Uhrzeit, wo zu sein. Und dann ging es runter zum grünen Sofa-Treffen. Da waren dann diesmal beide Chefs dabei und auch Friedhard. Und dann hat Friedhard sozusagen gesehen, wie das so abläuft an einem Mittwoch. Dann haben wir meine Reportage besprochen, die online gegangen ist, die Autofolierung. Und dann haben wir nochmal kurz alle Reportagen einmal angeschaut, die bis zu dem Zeitpunkt veröffentlicht wurden. Das sind bis jetzt 7 Stück. 2 sind eigentlich schon fertig, die kommen noch demnächst. Das heißt, sozusagen sind 9 fertig. Und die 10. habe ich einen Termin. Und für die 11. habe ich auch einen Termin. Fehlt also nur noch die 12., dass ich quasi
das vom Praktikum geschafft habe, die Aufgabe. Ja, das war es somit. Und dann sind wir nach dem Grünsofa-Treffen zur Bürgerschaft gegangen, haben dort die Fotos gemacht, die wir machen sollten. Das ein bisschen dokumentiert, viele Symbolbilder auch gemacht, die man immer wieder nutzen kann. Ich sollte dann noch eine ehemalige Senatorin fotografieren. Und ja, dann sind wir, als das alles fertig war, ins Pressehaus gegangen, haben die Bilder bearbeitet und schnell hochgeladen. Aber genau, und die Bilder, die schneller fertig werden mussten, haben wir sofort hochgeladen. Alle anderen haben wir dann danach, weil es so viele Bilder waren, hat es dann so bis 18.30 Uhr gedauert. Aber die ersten Bilder sind schon online gegangen, so um 17 Uhr oder noch vorher. Weil ich sollte auch vor Ort schon mal ein Bild mit dem Handy machen, das an eine E-Mail schicken, dass der Weser-Kurier das dann quasi schon online veröffentlichen konnte. Und sobald dann die richtigen Bilder eingespielt im System sind, haben sie das dann ausgetauscht. Genau. Das war der Mittwoch. Relativ spannend und einmalig. Und nach der ganzen Aktion habe ich dann noch ein privates Shooting gehabt, jetzt was nichts mit der Arbeit zu tun hat, für mein Portfolio in Oldenburg. Auch ganz spannend. Da würde ich zeige mal das Bild hier. Donnerstag, da habe ich recherchiert, Mails geschrieben, Termine ausgemacht und bin dann zum der einen Baustelle gefahren und habe da ein bisschen mit den Leuten gesprochen, wieder ins Gespräch gekommen, weil das meine Langzeitreportage ist. Habe geklärt, wann es weitergeht, wann der nächste Termin dort stattfindet. Auch ganz spannend, habe wieder ein, zwei Bilder gemacht und ja, und habe noch weiter Fotos bearbeitet. Das war der Donnerstag. Kommen wir zum Freitag. Der ist heute. Heute habe ich Autofotos bearbeitet, die noch anstanden, noch nicht alle. Es fehlen noch zwei oder drei Autos, die ich noch fertig bearbeiten muss. Und habe heute ein bisschen Orga gemacht, wann was geplant und werde heute ein bisschen früher Schluss machen, weil ich noch ein paar Überstunden wieder angesammelt habe. Und dann geht's für mich zu Werkschau, zur FH nach Bielefeld. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich würde mich über Fragen, Kommentare oder ein Like sehr freuen oder ein Abo. Bis zur nächsten Woche. Ciao.